Luke, ich bin's von der nice Charakter, deine Mutter. Willkommen, Leute, ne, zum Unboxing der Z-Box Galaxy Dezember 2017. Viel Spaß. Ja, natürlich bin ich nicht eure Mutter, aber jetzt geht es hier dieses Mal um die Z-Box. Die Z-Box kennen ja viele, aber was ist die Z-Box? Diese hier hat erstmal eine themenbasierte Sache, das ist das Thema Galaxy. Kann sich natürlich jeder vorstellen, Star Wars, Star Trek, es kann alles aus der Galaxie sein, Guardians of the Galaxy, bin mal gespannt. Und ja, die ist auf jeden Fall eine Überraschungsbox für Geeks, Nerds. Es gibt das als Abo-Modell monatlich. Ich bezahle 24,95 monatlich. Ich kann das so gesehen wieder schnell kündigen. Bin ich abhängig von diesen 3 Monaten. Und es gibt natürlich ein 3 Monats, ein halbes Jahr und ein Jahr Abo-Modell. So, und das ist eine englische Box. Die kommt von der Hood Group. Hood Group macht auch auf jeden Fall was mit, das macht ja diese Magie-Box. Die macht immer der Thomas von Thomas. Ne? Geht auch mal auf den rauf. Und ja, was soll ich da mehr noch drüber sagen? Kann ich eigentlich gar nicht. Und dann würde ich sagen, wenn wir gleich, bevor wir unboxen, eine Kleinigkeit nochmal eben, ist mein Gewinnspiel zu Hashtag 700, Road to 1000, also eine kleine Dankessage für das geile Jahr 2017, wird sich noch ein bisschen verzögern, hab aber keine Angst, das wird noch kommen. Und ich habe ein paar Sachen, geile Sachen angeschafft, auch nochmal so werde ich nochmal darauf hinweisen, was wird dieses Jahr hier passieren, wo könnt ihr euch drauf freuen. Und ja, ich würde jetzt einfach sagen, wir beginnen jetzt einfach mit dem Unboxing, oder? So, dann öffnen wir mal die Box und beginnen mal wieder, wisst ihr ja, ne, mit... Item 1! Und das ist auf jeden Fall Luftpolster. Uah. Ja, bin schon geil. So, Item 1. Nehmen wir mal das T-Shirt erstmal raus. So, das T-Shirt ist blau. Schon mal gut. Serenity. Serenity ist doch hier, ist doch diese Serie. Oder der Film. Das könnt ihr hier sehen. Serenity. Das Raumschiff kenne ich überhaupt gar nicht. Also, könnt ihr das irgendwie hier so erkennen? Also, ich wüsste jetzt nicht, was das sein könnte. Oder ist das irgendwie eine Mischung aus irgendwas? Ja, aber ansonsten ist das Shirt irgendwie cool. Dann kommen wir zu Item 2. Item 2 ist ein... Okay, das ist cool, der ist echt schwer. Ein Star Wars Travel Mug. Ah, hier, die geilen Praetorian Guardians. Wollte gerade sagen, Guard. Die Praetorianer Wache. Ja, freue ich schon mal auf Star Wars Fakten, die werden auch hier bald kommen. Finde ich cool. Ist ein Becher, aber ein Coffee-to-go-Becher und der hat ein cooles Design. Muss man ja sagen. Dass er heile geblieben ist, ist auf jeden Fall Wunder. So, Item 2. Schon nicht schlecht. Item 3. Yeah! Und ein Funko Pop ist da schon wieder drin. Okay. Ja, wenn man eine Nerdy Bird Box gesehen hat, der weiß, ich habe da ja ein bisschen drüber abgelästert. Oder was heißt abgelästert? Ich war ja ein bisschen enttäuscht. Das habt ihr ja gesehen. Wenn, dann könnt ihr es gerne hier nochmal sehen. Die Nerdy Bird, ja. War ein bisschen enttäuscht, weil für mich kam das so ein bisschen vor wie Ramsch. Da ist was Neues von Star Wars drin. Jetzt auch was Altes. Es ist halt Chiro Imwe. Samurai nicht, der blinde Krieger aus Rogue One. Ich fand den Film ja gut. Und das Passende ist, ich habe ja dann eine Jyn Erso bekommen. Also wächst meine Star Wars Sammlung immer mehr. Finde ich geil. Also ein Pop war da drin. Und ich finde auch, dass der eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Hier kann man das ja mal so sehen in einer Ansicht. Also haben sie eigentlich ganz cool gemacht. Muss man mal sagen. So, Item 3 war das. Bis jetzt bin ich jetzt besser begeistert als wie bei der Nerdy Bird. Aber wir kommen zu Item 4. Ich glaube, das hier fast leer. Nee, warte mal. Okay. Ist das hier? Ist das das letzte? Okay, das ist das letzte. Also sehr Star Wars lastig. Habe ich mir schon fast gedacht. Also könnt ihr nochmal sehen, hier ist sie leer. Und das Geile ist, es ist echt eine geile Mütze von Star Wars. Aber es ist die Rebellenallianz, oder? Ja, müsste das doch sein, oder? Also ich finde die schon geil. Können wir mal schnell aufsetzen? Oh, passt auch sogar. Ey, finde ich echt geil. Also ich finde, die Box hat sich gelohnt. Sind nur 1, 2, 3, 4 Sachen. Ist ein bisschen weniger als sonst, aber mit 25 Euro hat man einen Pop, einen Becher, eine Mütze, die auch schon, sag ich mal, schon was Geld kostet. Wobei, ich frage mich gerade, wo ist das Heft? Ist gar kein Heft drin. Sparen sie jetzt wohl an Heft auch noch. Ja, also wir fangen mal an. Eine Mütze, würde ich sagen, so 10 Euro. Sogar nicht, sogar vielleicht 15. Ich würde mal sagen 10 Euro. 10 Euro. Der Funko Pop 13 Euro. Sind wir bei 23 Euro. Das T-Shirt, sagen wir mal 10 Euro. Sind wir bei 33 Euro. Und die sind auch nicht billig. Sag ich auch mal 10 Euro. Sind wir bei 43 Euro. Also das ist schon nicht schlecht. Ich finde...
Ich finde, wenn man Star Wars Fan ist, ist die Box gut. Sieht man ja hier, ne? Aber es war natürlich keiner. Gut, dann bestellt man sich keine Galaxy Box. Man hätte aber auch sein können, dass da auch Sachen drin sind von Guardians of the Galaxy und weiß ich was in der Art. Aber ich finde die Box gut. Was sagt ihr denn zu der Box? Das nächste Thema, habe ich gerade gesehen, ist Power Hub. Irgendwas mit Sonic, Power Rangers und so weiter. Aber egal, was sagt ihr denn in den Kommentaren? Könnt ihr mal gerne reinsetzen. Würde ich mich mal gerne freuen. Ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!